Hallo. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan. Wir stehen hier gerade vor unserem Tiny House. Wir nehmen das jetzt gerade zum 10. Mal auf und frieren uns wirklich mittlerweile den Hintern ab. Es geht heute um die Loftplatten, die wir befestigen wollen. Und wir haben sie ja schon gekauft und zugeschnitten. Das Video verlinken wir euch nochmal. Und jetzt ging es darum, weil sich das Holz auch sehr bewegt hat und wir sehr eng kalkuliert haben, dass wir das Ganze noch nachschleifen. Du zeigst es gleich einfach mal drin. Ja. Wir gehen rein, legen los und nehmen euch mit. Genau. Also, wir haben folgende Situation. Die Platten hier, die wir zugeschnitten haben, sind etwas zu eng. Ja, ich habe sie jetzt schon gar nicht mehr rausgezogen. Das heißt, wir werden sie jetzt rausnehmen, werden sie etwas anschleifen, wollten grundsätzlich alle Platten anschleifen, dann wollten wir sie grundieren, dann wollten wir es trocknen lassen und dann möchten wir ganz gerne mit Moosgummi diese Bereiche hier, diese Balkenbereiche, abdichten. Das heißt, wir kleben hier Moosgummi rauf, danach kommen die Platten rauf. Diese sind dann bereits grundiert. Das heißt, wir müssen bis übermorgen warten, wahrscheinlich bis die Grundierung durchgezogen ist bzw. getrocknet ist. Versuchen wir das jetzt mal. Also ich weiß jetzt nicht, was uns für eine Überraschung gleich erwartet. Ist schon ausgedehnt. Haben wir ein bisschen zu eng berechnet. Wir versuchen das Ganze jetzt ein bisschen runterzuschleifen, wie Ilan das schon gesagt hat, weil es einfach an den Kanten viel zu eng ist. Und wir haben netterweise von Wolfkraft einiges an Zubehör zur Verfügung gestellt bekommen. Unter anderem eben auch das Schleifpapier und so eine Schleifhilfe. Wir haben noch einiges mehr bekommen, das werdet ihr im Laufe der anderen Videos auch dann noch sehen, wie wir damit zurechtkommen. Also wir haben jetzt eigentlich nur die Kanten ein bisschen angeschliffen, um erstmal zu gucken, hat das Holz jetzt genügend Spiel, weil wir jetzt eben schon gemerkt haben, wie schnell sich das zusammenzieht und plötzlich geht die Holzplatte nicht mehr raus. Also da brauchen wir auf jeden Fall an den Kanten mehr Spielraum. Und haben jetzt hier mal so ein bisschen angeschliffen mit dem groben Schleifpapier. Das geht auch überraschend gut. Das ist so geil, das Teil, ne? Ja, das geht echt gut. Das wirklich matt. Und mit durch den Klett kann man das auch schnell wechseln. Wir haben das nämlich vorher mit unserem, hier mit so einem Korkklotz ausprobiert, den wir eigentlich total gut finden. Ja, der war schon aber okay, ja. Man hat halt doch überall dann immer dieses Schleifpapier an den Fingern. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das da oben auch reinpasst. Ja, so sieht es doch gut aus. Ja? Ich würde sagen, das passt. Okay, gut. Also, wir haben jetzt hier eine kleine Stelle verleimt. Oder sind gerade dabei, sie zu verleihen. Ja, warum machen wir das? Wir hatten uns ja so ein bisschen verschätzt, als wir die Hölzer abgeholt haben oder haben zuschneiden lassen. Und das heißt, uns fehlt knapp ein Zentimeter. Und jetzt kommt so eine Stange ganz gelegen. Die können wir jetzt nämlich noch verleihen mit diesem Brett. Wir haben jetzt dafür so einen kleinen Stift zurechtgeschnitten oder abgeschnitten, oder was ist das überhaupt? Ja, wahrscheinlich wäre ein Pinsel sinnvoller. Hier seht ihr unser erstes Leim-Experiment. Wir hatten erst gedacht, dass wir mit den Schraubzwingen von Wolfkraft auskommen. Das hat aber natürlich nicht gereicht auf die Länge, sodass wir von meinen Eltern aus dem Keller noch jene Schraubzwinge, die wir irgendwo haben finden können, hier befestigt haben. Wir haben hier zwei Stäbe. Ich weiß nicht, ob man das sieht von hier. Und der drückt sich quasi an den Stab, den wir gerade versuchen, mit der großen Platte zu verleihen. Zur Stabilisierung. Zur Stabilisierung, ja. dass wir irgendwie flächendeckend einen Druck haben. Aber ich glaube nicht, dass das ganz geklappt hat, wie wir uns das vorgenommen haben. Nachdem wir die Platten abgeschliffen haben,
war es jetzt an der Zeit, das Ganze zu grundieren, weil die Grundierung braucht dann ja doch mindestens 24 Stunden, um gut durchzutrocknen und auch eine entsprechende Raumtemperatur. Das heißt, hier im Tiny House war es nicht möglich, wir haben ja noch keine Heizung verbaut, nur eine provisorische und die wollten wir nicht konstant durchlaufen lassen. Deshalb sind wir mit den Platten in den Werkraum meiner Eltern gezogen und haben auch, um Platz zu sparen, links und rechts jeweils ein kleines Schräubchen gesetzt, um später die grundierten Platten nebeneinander aufhängen zu können, dass die sich nicht berühren und in Ruhe dann 24 Stunden trocknen können. Die Grundierung, die wir gewählt haben, ist jetzt von Kreidezeit gewesen und jetzt im Prinzip auch 2 Tage später können wir sagen, dass das soweit super funktioniert hat. Die Grundierung ist gut durchgetrocknet und ja, jetzt kann es weitergehen. Guck mal, wie schön das Holz geworden ist, ne? Ja. Schön das aussieht. Es hat so einen leichten Orangeton. Passt sehr schön zur Fichte, finde ich. Und parallel dazu bauen wir gerade unseren neuen Werktisch von Wolfkopf auf. Fantastisch. Total gut. Ja, echt. Wir ackern uns hier noch so ein bisschen durch die Bedienungsanleitung. Dieser Tisch hat unfassbar viel zu bieten. Wir fangen gerade erst an, uns da reinzufuchsen, weil es so viel ist. Haben jetzt gerade auch die Kreissäge schon befestigt, weil wir nämlich festgestellt haben, dass das Stück, welches wir vor 2 Tagen verleimt haben, doch ein bisschen zu groß ist und wir das Ganze jetzt nochmal verkürzen müssen. Ich glaube, das ist optimal, wenn dann nämlich jetzt noch das Moosgummi zwischenkommt. Ja, ich glaube, dass das jetzt passt. Wir sind sehr zufrieden und legen jetzt mit dem Moosgummi los. Wir werden jetzt anfangen, die Ecken um die Bretter herum Moosgummi zu kleben. Einmal, um das zu verdichten, weil sich darunter ja direkt auch das Badezimmer befinden wird. Und aber auch, um die Fugen besser zu schließen, damit das Holz einmal atmen kann. Unser Problem ist leider, dass wir nicht genug Moosgummi gekauft haben. Das heißt, ich muss morgen nochmal losfahren, weil Anja ist ja morgen arbeiten. Und kaufe 2 Rollen, würde ich sagen, ne? Ja. Sonst hat das ganz gut geklappt. Nicht schlecht. Feiern für heute? Ja. Ja, hier sind wir. Ne? Ich glaube, 3. oder 4. Tag. Das Projekt hat, wie immer bei uns, mehr als doppelt so lange gedauert, aber es ist fertig. Was haben wir alles gemacht, um diese Platten hier hochzubekommen? Wir haben sie erstmal zugeschnitten. Das Video verlinken wir euch gerne nochmal. Dann haben wir sie geschliffen, damit wir die Grundierung anbringen konnten. Mussten zwischenzeitlich noch ein kleines Stück verleimen. Mhm. Haben, nachdem alles verleimt, grundiert war, zugeschnitten war, alle Platten wieder hochgehievt, um zu schauen, dass es passt. Dann haben wir mit Moosgummi gearbeitet. Wir befinden uns ja oberhalb des Badezimmers. Also das heißt, um das Ganze auch etwas abzudichten und um gegebenenfalls, wenn sich das Holz ausdehnt, dass es dann noch ein bisschen Platz hat und eben nicht quietscht. Es macht also gerade kein Geräusch. Nachdem wir die Moosgummibahn verklebt haben, haben wir die Platten verschraubt. Als es dann passte, natürlich, ja. Unabhängig von den kleinen Problemchen, die wir immer wieder hatten. Also ich finde, wir haben ein gutes erstes Projekt geschafft und es hat tierisch Spaß gemacht, auch dann die Schrauben reinzudrehen. Wir haben da jetzt auch mit Spackschrauben gearbeitet, das hat wunderbar funktioniert. Oh ja. Und auch grundsätzlich mit dem Zubehör. Man musste nicht vorbohren, ne? Das war auch wichtig. Ja, wir mussten nicht vorbohren. Stimmt. Dank der Spax-Schrauben, das genau. Hat man uns so vermittelt und wir haben das auch so umgesetzt und das war kein Problem. Ansonsten sind wir sehr dankbar für den Werktisch, muss ich ehrlich sagen. Sonst hätte ich nicht so präzise schneiden können. Klar, ich habe mich wieder verschnitten, aber das liegt an mir, das liegt am Handwerker und nicht am Werktisch. Wir packen euch grundsätzlich auch nochmal in die Infobox alle Links von den Werkzeugen, die wir bisher verwendet haben und auch nochmal die Links von Wolfkraft, aber auch von der Kreidezeitfarbe oder der Grundierung, die wir verwendet haben. Wir waren auf jeden Fall total zufrieden. Das hat bisher alles super funktioniert. Und bis jetzt, ja. Können es kaum erwarten, wenn es endlich weitergeht. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen.
Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. So machen wir es. Tschüss. Ciao.